Ja, so ein Datum, der 6.6.2012, das gab es ja schon mal mit dem IPv6-Day. This time it's for real. Muss man ja bei so einem 15 Jahre alten Protokoll mal. Jetzt muss ich trotzdem den Markus fragen, ist das deiner? Kann ich dir da in PDF? Ja. Welcher? Der hier. Mit dem Nupsi nach oben, genau. Ja, this time for real, weil auch die großen Seiten, das war bis bei IPv6 immer bisher das Problem, das Henne-Ei, die Henne-Ei-Geschichte. Ist nicht viel drauf, also besser das Video angucken. Ja, für den IPv6, der ist halt geplant, dass jetzt endlich auch große Seiten wie Facebook, Google macht es ja schon seit einer langen Zeit. Unter ipv6.google.com kann man sich Google auch in v6 angucken. Aber ja, sowohl Akamai als auch andere große Content Delivery Networks, die also viel des Contents im Internet bereitstellen, werden ab morgen, einige tun es schon jetzt, IPv6 als Zugangsoptionen anbieten. Stellt sich natürlich erstmal die Frage, was ist links, rechts? Ja. Kann man das auch irgendwie größer machen? Der da? Yay! Wunderschön. Das mit links, rechts? Ja. Ja, ist die Frage, was ist IP? IP ist der kleinste gemeinsame Nenner zwischen allen Geräten, die an diesem Internet teilnehmen. Das ist das Internet-Protokoll. Und derzeit oder vom Anfang des Internets bis jetzt hat man dafür halt IPv4, Version 4 verwendet. Und ja, da gibt es unterschiedliche Probleme damit. IP ist also ein Weg, Dinge und Informationen zu transportieren. Das ist ein Grund. Stein für verschiedene Protokolle, wie jetzt Mail oder wenn man Webseiten abruft. Und das bedingt eben, dass jedes Gerät, das an diesem Internet teilnimmt, eine eigene IP-Adresse hat, mit der es mit anderen Geräten, seien das jetzt Server oder sei das jetzt eine Kaffeemaschine oder whatever, kommunizieren kann. Und das mit dem V6 wird dadurch halt relativ eilig, weil uns die IPv4-Adressen langsam ja alle gehen. Das hat sich ein bisschen hingezogen. Wie gesagt, IPv6 ist schon gute 15 Jahre alt. Von der Idee bis zum Protokoll hat das 2, 3 Jahre gedauert. Und trotz, dass das IPv6 zwar verfügbar war, was das Problem mit der Adressknappheit lösen würde, hat das niemand so richtig wirklich ja, ernst oder als eilige Sache genommen, weil funktioniert ja alles noch. Das wird sich dieses Jahr deutlich ändern, weil in der asiatisch-pazifischen Region das jetzt eine Verteilung, also der Graph zeigt die noch verfügbaren IP-Adressblöcke für die Verteilung in den einzelnen Regionen auf diesem Planeten. Da sind unterschiedliche Organisationen für zuständig. In Europa ist es das RIPE-NCC in Amsterdam. Die bekommen spätestens irgendwo 2012, 13 das Problem. In Asien hat man das Problem schon heute, dass es eben einfach keine neuen IP-Adressen mehr gibt. Da stellt sich natürlich die Frage, was gibt es an Alternativen zu V6? Also wenn das mit dem V6 jetzt doch nicht klappt oder wie auch immer, die Hersteller von den Endgeräten sich da noch ein bisschen Zeit lassen, IPv6 zu integrieren und so weiter. Was für Alternativen haben wir zu auf ein neues Protokoll umstellen? Gucken wir uns zuerst mal an, wie das mit dem Internet so normal funktioniert, wenn man so als Endkunde an diesem Netz dranhängt. Da kriegt man halt von seinem Internet Service Provider, der hat ganz viele IP-Adressen, der teilt die aus. DBI links oben ist das böse Internet. Da hat der ISP eine dicke Leitung ran und zu den Kunden viele kleine Leitungen. Und an die Kunden, die halt mit ihrem CPE, nennt man das in ja, der ISP-Fachsprache, Customer Premises Equipment, das ist also das DSL-Modem zu Hause oder der Router, ja, wo dann
das IP rausfällt. Und bisher sieht es bei uns zumindest so aus, noch, dass man da eine IP-Adresse bekommt, die dann nutzen kann, entweder um sein Heimnetz dran anzubinden, was dann wieder andere IP-Adressen hat, dass auf die IP-Adresse umgesetzt wird, komme ich gleich noch zu. Oder man verwendet die IP-Adresse halt direkt, um seinen PC anzubinden oder irgendwelche Dienste anzubieten. Ein guter Freund von mir hat beispielsweise seinen Blog auf einer IP-Adresse, die er von seinem ISP bekommt. Also so eine IP-Adresse zu haben, gibt einem die Möglichkeit, an diesem Internet teilzunehmen. Und das geht natürlich in beide Richtungen. Das heißt, mit so einer IP-Adresse kann man nicht nur Dinge abrufen, sondern auch Informationen bereitstellen. Darum ist es eigentlich ganz cool, so eine öffentliche IP-Adresse zu haben. Aber damit einhergeht natürlich auch, dass das ein Identifikationsmerkmal ist, über das eine Zuordnung zu einem einzelnen Computer in diesem Internet getätigt werden kann. Und aus dem Grund und auch aus anderen Gründen, weil so ein Internet Service Provider früher mehr Benutzer als IP-Adressen hatte, ist diese IP-Adressvergabe historisch dynamisch. Also man wählt sich ein, man bekommt seine IP-Adresse zugeteilt. Das heißt aber nicht, dass man dieselbe IP-Adresse, wenn man sich wieder einwählt, bekommt. Das ist bei klassischem DSL so, dass es die 24-Stunden-Trennung gibt und man alle 24 Stunden eine neue Adresse aus dem Pool bekommt. Aber schon bei sowas wie Kabelinternet zum Beispiel müsste man sich da länger aus dem Internet auswählen, um doch dann eine andere IP-Adresse zu bekommen. Also das ist nur mehr oder weniger dynamisch, je nachdem, wo man so dranhängt. Ja, und wir sehen jetzt hier rechts oben sind IP-Adressen, kennt ihr vielleicht von zu Hause, 192, 168 und so weiter. Das sind private IP-Adressen. Wenn man also nur eine Adresse hat, um ans Internet zu kommen, dann muss man die irgendwie aufteilen und da macht der Router etwas, das nennt sich NAT, Network Address Translation. Da nutzt er quasi die eine IP-Adresse, die er hat, dazu, um verschiedene Verbindungen, die aus dem Internet kommen, ans Internet durchzureichen. Kann man natürlich auch andersrum machen, dass bestimmte Dienste, die unter der IP-Adresse, die man hat, angefragt werden, auf IP-Adressen im privaten Netz weitergereicht werden. Habe ich auch nichts vergessen? Ja. Bei UMTS zum Beispiel sieht das Ganze anders aus und das ist auch das, was uns bei klassischem Internetzugang via ADSL und so weiter in Zukunft erwartet, wenn eben keine neuen IP-Adressen mehr ausgegeben werden, aber die Kunden trotzdem mehr werden, was wahrscheinlich ist. Ja, und dann macht das mit dem NAT der Internet Service Provider. Also der hat dann nur noch eine Handvoll IP-Adressen, die er irgendwie auf seine Kunden aufteilen muss und da passiert dann diese Umsetzung beim Internet Service Provider. Die nennen das ganz toll Carrier Grade NAT, weil so Telcos immer drauf abgehen, wenn vor irgendwas Carrier steht, dann muss das gut sein. Ist aber im Prinzip nichts anderes, als der Router zu Hause macht. Wie gesagt, bei OMTS hat man das schon, wenn man sich da einwählt, dann kriegt man irgendeine private IP-Adresse und ja, die kann man dann nutzen, da hat man eine Handvoll Ports. Funktioniert soweit schon, aber der große Vorteil, dass man ein vollwertiger Internetteilnehmer ist, der geht dabei natürlich verloren. Also ja, ist auch so ein bisschen der Network Neutrality Aspekt, dass man halt an dem Punkt nur noch Konsument ist. Und glücklicherweise wird das alles mit IPv6 schöner. Denn da wird die Adresse nicht aus 4 Teilen A8-Bit gebildet, was nur 4 Milliarden IP-Adressen erlaubt, sondern ist viel, 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 viel längerer und gibt ganz, ganz, ganz viele Adressen. 340 Fantastilliarden, 282 und so weiter. Also mehr IP-Adressen, als wir irgendwie in irgendeiner Form brauchen können. Bitte? Ja, bin ich mir sehr sicher. Also auch wie sie vergeben werden. Denn so eine IP-Adresse, das sehen wir gleich, da kriegt man nicht nur eine, sondern da kriegt man eine ganze Handvoll und zwar teilen wir das in der Mitte. Und der vordere Teil ist dann die Netzadresse und der hintere Teil kann man sich selber aussuchen, was man da so mit machen möchte. Hier nochmal die schöne neue IPv6-Welt, wo halt wirklich jeder auch in seinem Heimnetz zu Hause IP-Adressen, die öffentlich erreichbar sind, austeilen kann, mit allen Vor- und Nachteilen.
Und man kann natürlich alles Mögliche an Spielereien, dadurch, dass da jetzt halt nicht nur Zahlen drin sind, sondern hexadezimale Ziffern für verwendet werden. Ja, gucken wir uns so eine Adresse halt einfach mal an. Zum Beispiel die hier. Die ist aufgeteilt in, kann man das erkennen von der Helligkeit her? In einen Network-Part und einen Host-Part. Man könnte das natürlich auch beliebig anders teilen, da ist das Protokoll, das ist dem egal. Aber man hat sich halt darauf geeinigt, dass man das so aufteilt, denn selbst wenn man den Network-Part hernimmt, ist das immer noch mehr, als man mit IPv4 hätte. Also die Netzadressen, die ausgeteilt werden können, ja, reichen immer noch locker für die nächsten x-tausend Jahre, keine Ahnung. Vielleicht gibt sich das mit dem Internet ja auch irgendwann mal. Und der Host-Part ist also der Part, den man sich aussuchen kann. Ja. Gucken wir mal. Wenn man also Geräte an sein Netz zu Hause anschließt, dann suchen die sich da so eine Adresse und nutzen damit das Internet. Damit das Ganze einfacher zu schreiben geht, kann man die Nullen rauskürzen und dann wird das schon halbwegs handhabbar. Gucken wir uns mal die hier zum Beispiel an. Die hat hinten, also vorne ist hier der Network-Part, den schneiden wir aber weg. Das ist hinten das, was wir uns selber aussuchen können an der Adresse. Aber wie wird das eigentlich gebildet? Wie kommt man da drauf? Da hat man sich gedacht, jedes Gerät hat eh schon so eine Adresse, die MAC-Adresse, ist eine geräte-eindeutige Adresse, die jedes Gerät, was in irgendeiner Form Ethernet spricht, hat, um auf diesem Ethernet zu sprechen. Also wenn man da so ein Kabel reinsteckt, dann wird da ja nicht direkt IP drauf gesprochen, sondern gibt es ein Protokoll drunter, das heißt Ethernet. Und damit das funktioniert, gibt es halt so ja, MAC-Adressen. Dann hat man sich gedacht, hey, da die eh schon eindeutig sind und da wir da eindeutige Adressen brauchen, nehmen wir die, klamüsern die auseinander, weil 64-Bit ist es noch nicht, sondern 48, schreiben da FFFE dazwischen. Das ist ein spezieller Wert, der in einer MAC-Adresse nie vorkommen darf. Vielleicht dazu sagen, dass die MAC-Adressen von der IEEE ausgegeben werden, kann man sich irgendwie hinwenden, sagen, ich brauche so einen MAC-Adressenblock, ich baue Geräte, kriegt man so einen Block und kann dann die MAC-Adressen austeilen. Und wenn der aufgebraucht ist, holt man sich einen neuen Block und das funktioniert soweit, ja, und sorgt halt dafür, dass jedes Gerät eine eindeutige Adresse hat. Hinreichend viele, also, das ist eine berechtigte Frage, so eindeutig sind die nämlich nicht. Das ist der Unterschied zwischen, wenn du jetzt beispielsweise zu Intel gehst und dir eine Client-Netzwerkkarte kaufst, dann kann das theoretisch sein, dass das eine recycelte Adresse ist. Die verteilen nämlich auf den Serverkarten eindeutige Adressen und die günstigeren Client-Karten, da kann es sein, dass du einen recycelten Block von aus den 80ern erwischst. Also wenn du das irgendwie mit einer 10-Mbit-Karte, dann kann es dir mit einer sehr unglaublich geringen Wahrscheinlichkeit passieren, dass es dazu Kollisionen gibt, aber ist soweit kein Problem, weil das Scope auch nicht internetweit ist, also die MAC-Adressen sind ja nur im lokalen Netz relevant, das funktioniert noch. Genau, und da schiebt man halt dieses FFFE dazwischen, weil das halt ein Ding ist, was in der MAC-Adresse nicht vorkommen darf und damit man auch erkennt, dass das eine aus einer MAC-Adresse gebildete IP-Adresse ist, toggelt man vorne noch ein Bit, weil man gerade lustig ist. Und dann kommen wir auch zu unseren 64-Bit von der eindeutigen V6-Adresse im Host-Part, also der rechte Teil. Und die kann man dann verwenden. Hat den Vorteil, ist eindeutig. Hat den Nachteil, ist eindeutig. Und zwar überall. Also egal, in welches Netz ich mich da einwähle, auch wenn ich jetzt hier mit meinem Notebook bin, sieht man trotzdem anhand der IPv6-Adresse, die ich benutze, das ist der mit dieser MAC-Adresse. Und, ist nicht gut, weil, schafft auch zwischen, also wenn man sich zwischen verschiedenen Netzen bewegt, eine eindeutige Identifizierbarkeit von Nutzern. Aber ist auch alles gar kein Problem. Wir hatten ja viel Zeit mit dem V6, so 15 Jahre kommt man auf tolle Ideen, IPv6 Privacy Extensions. Das ist eine Technologie, bei der die Adresse gewürfelt wird. Dann wird geguckt, ist die Adresse schon vergeben?
Wenn ja, dann nimmt man sich eine neue, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Und das erlaubt einem, ja, für jede Verbindung im Prinzip eine eigene IP-Adresse zu haben. Also da kann sich der Softwarehersteller für das Gerät selber raussuchen, wann und wie oft er die jetzt erneuert. Aber es gibt einem die Möglichkeit, beliebig dynamische Adressen zu verwenden. Quelle Internet. Gibt auf heise.de so eine Übersichtsseite, wer denn schon fleißig war und Privacy Extensions eingebaut hat und sie auch eingeschaltet hat. Und je nachdem, was man so verwendet, muss man sie halt extra einschalten, diese Privacy Extensions, oder sie sind automatisch schon aktiv. Und der Trend geht dazu, dass das aktiviert wird, standardmäßig. Ja. 4.3 kann es wohl angeblich, aber hier so. Ja, das ist die Geschichte mit den IP-Adressen. Darf man sich natürlich nicht drüber hinwegtäuschen lassen, auch wenn jetzt Leute sagen, haha, ich bin im Internet anonym, ich verwende einen VPN-Dienstleister, der mir eine IP-Adresse gibt, die dynamisch ist und nicht rückverfolgbar, weil er gibt keine Accounting-Daten und keine Vorratsdatenspeicherung. Das ist nur ein kleiner Teil davon. So, das hilft einem nur die grundlegendste Sicherheit, dass man halt mit einer dynamischen IP-Adresse, die sich jederzeit ändert, unterwegs ist. Aber wenn man das Web benutzt, sollte man auch darauf gucken, dass der Browser keine Cookies speichert oder das nur für eine gewisse Zeit, und man da aufpasst, ja, wie man unterwegs ist. Oder auch wenn man sich irgendwo einloggt oder so, dann ist natürlich klar, dass der Nutzer, der sich da gerade einloggt mit dieser IP-Adresse, mit der IP-Adresse kann man zwar nichts anfangen, aber den Benutzer kennt man. Also dass die Zuordnung zwischen dir als User und deiner IP trotzdem hergestellt werden kann, davor schützt einem das natürlich nicht. Das ist also nur ein Puzzlestück in der ganzen, ja, Geschichte. Lessons learned. Wichtig, dynamische IP-Adressvergabe, das ist eine Geschichte, die muss der Internet Service Provider machen. Also da sind die Internet Service Provider gefragt, dass sie weiterhin, ja, dynamische Netze austeilen. Und mein Wunsch wäre an Internet Service Provider, dass man zweierlei IP-Adressblöcke bekommt. Einen, der sich nie ändert, unter dem man irgendwie am Internet vollwertig teilnehmen kann und Dinge veröffentlichen und so weiter. Also die Netzneutralität weiterhin behält. Weil das hatten wir schon bei BTX, dass nur die eine Seite Dinge publizieren konnte und man selbst abgerufen hat. Und dass das hohe Gut, eine öffentlich routbare IP-Adresse zu haben, mit V6 noch wertvoller wird, nämlich nicht nur eine zu haben, sondern so viel, wie man, ja, dann brauchen kann, ist nicht nur theoretisch, um jetzt zu Hause seinen Blog zu veröffentlichen, wenn man tech-savvy ist, sondern in letzter Konsequenz auch für coole neue Dinge wie der Kühlschrank, den man aus der Ferne abfragen kann, ob denn noch Milch da ist und wenn ja, ob die abgelaufen ist und so weiter und so fort. Also hat alles sein Für und Wider. Haben will man eigentlich beides, sowohl die dynamische Adressvergabe für die Nutzung des Internets als auch die fixe Adressvergabe für seine Infrastruktur zu Hause. Und da meine ich jetzt nicht nur den Nerdhaushalt, sondern die Geräte, die in Zukunft so im Haushalt Einzug halten. Ja, und natürlich Privacy Extensions. Das ist was, wo man selbst gucken muss. Gibt es im Internet Anleitungen dazu für das jeweilige Betriebssystem, was man so fährt, wie man die einschaltet. Sollte man tun. Ja, noch Fragen? Wer bist du? Ich habe noch keine V6-Adresse auf meinem Out-of-Band-Port. Ja, dann. Frage? Fragen, alles gut, IPv6, super Vortrag, danke, schönes Thema, macht auch Spaß, IPv6, je länger ich mich damit auseinandersetze, desto mehr merke ich, wie scheiße so ein 15 Jahre altes Protokoll doch eigentlich sein kann. Das erste ist natürlich, dass es eben leider nicht so ist, dass sie das alles so schön dynamisch vergeben. Das Problem ist ja nicht, dass man das mit den Privacy Extensions alles löst und alles ist gut. Das war ja so, immer wenn die Frage auf Privacy und IPv6 kam, wir haben ja Privacy Extensions, ja. Vorher hatte man irgend so einen vermaledeiten
Schnickschnack mit MAC-Adressen in die IP-Adresse reinschreiben. Wie kann man auf so eine bescheuerte Idee eigentlich kommen? With all due respect an die Bärtigen bei der ITF. Also das ist wirklich Blödsinn gewesen. Aber dann kamen die Privacy-Extensions und sie haben es teilweise bis heute nicht. Also ich habe da noch diverse iOS laufen, die deutlich drunter sind und auch auf anderen Betriebssystemen habe ich es in den meisten Fällen nicht drin. Ja? Aber das Problem ist ja der vordere Teil und der ist eben gar nicht so dynamisch, sondern das war ja die große Hoffnung. Wir haben ja dann alle statische IP-Adressen und wir leben die ganze Zeit von so einer Pseudo-Anonymität, dadurch, dass wir die dynamischen IP-Adressen kriegen. Also wir leben alle in der Vorstellung, wir bewegen uns anonym im Netz, weil wir diese dynamischen IP-Adressen kriegen. Und nun mag das ja eine falsche Vorstellung sein, aber zu gewissen Teilen stimmt sie auch. Ja. Dieser letzte Rest von Anonymität, der wird uns potenziell auch noch geraubt werden. Das ist meine Vermutung. Es gibt im Moment Gespräche mit den Telcos, von den Datenschutzbehörden, mit den Telcos, über die Frage, wie man die Dynamisierung dieser IP-Adressen hinkriegt. Gibt da ja auch schon schöne Vorschläge, aber ich würde da... ich bin da sehr skeptisch und deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig mit dem Smiley, den du da unten drunter machst und sagst, alles ist gut hier. Ja, richtig. Also man muss die ISPs natürlich schon dazu treten, bitte eine dynamische IP-Adressvergabe zu machen. Wenn ich mir angucke, was Christoph Meinl vom IPv6, vom deutschen IPv6-Rat, der dem vorsitzt, vertritt, war das super. Jetzt kann endlich jeder Bürger sich mit dem Personalausweis registriert seinen IPv6-Block, der dann eindeutig dieser Person zugewiesen ist, holen. Also da besteht auf jeden Fall Bedarf, nochmal gegenüber den ISPs klarzumachen. Ja, ich nehme statische IP-Adressen, ist kein Problem, aber das ist nur die Kür. Die Pflicht sind weiterhin dynamische IP-Adressen, weil ja, im Grunde sind offensichtlich, hast du ja schon. Gerne auch bitte, wie heißt das bei den schönen NAT? Gerne auch hinter einem Carrier-Grade NAT, ja, aber also die Pflicht sind dynamische IP-Adressen und wenn sie einem noch fixe Adressen dazugeben, sagt man nicht nein, weil hilft einem groß weiter, aber ja, das hohe Gut da zumindest eine dynamische Komponente vorne zu haben, dass eben ja nur der ISP weiß, wer welche IP-Adressen wann benutzt hat und das zur Strafverfolgung benutzt werden kann, aber nicht für jeden im Internet als eindeutig identifizierendes Element. Besser. Ich habe jetzt gerade mal einmal den RFC 2472 durchgeguckt. Mhm. Das ist IPv6 Configuration over PPP. Und ich sehe das jetzt technisch noch nicht so wirklich, dass deine dynamische IP-Adressvergabe, das Stateless Auto Configuration von dem Interface, ist ja vorgesehen, aber das Vergeben von zwei Netzen, eins davon statisch, ich sehe da irgendwie nicht die CPEs, die das können. Das meiste CPE kann mehr als eine PPP-Session und das ist ja überhaupt kein Problem, dir hier natürlich mit unterschiedlichen PPP-Sessions. Zum Beispiel bei Kabel-Internetanbietern sieht man das relativ gerne. Da hat auch Comcast in den USA relativ früh IPv6 eingeführt, weil sie das Problem hatten, dass jedes CPE, was sie ausgeteilt haben, drei Ports hatte. Einen für Telefonie, einen für Fernsehen, ja, über IP, toll, und einen Port für Kundeninternet. Und nur auf dem Kundeninternet-Port gab es IPv4, auf den beiden anderen lief V6, weil sie auch mit den privaten Netzen und der Segmentierung nicht klargekommen sind. Sie gesagt haben, okay, machen wir gleich V6. Also die Möglichkeit, auf einem CPE mehr als ein Netz zu haben, das geht schon. Da ist man nicht in der Anzahl der PPP-Sessions limitiert. Natürlich ist irgendwie der Weg von, ist es möglich? Und Carrier wie die Großen hier in Deutschland, wo ich jetzt mal keinen Namen nennen möchte, implementieren das dann auch wirklich. Da ist noch ein weiter Weg, ja. Okay, vielen Dank nochmal an Nibblam. Und wolltest du noch was sagen? Nee, ich wollte jetzt Geschenke verpacken. Genau, also vielen Dank auch an euch alle fürs Dabeisein heute Abend. Wir sind natürlich jetzt noch ein bisschen hier und können weiterreden.
über alle Themen, die heute angesprochen sind oder auch so. Und auf jeden Fall hoffen wir, dass wir uns alle am Samstag auf der Oberbaumbrücke sehen und ihr euch noch ganz viele Flyer mitnimmt. Genau, und zum Schluss nochmal ein großes Dankeschön an Seven für den tollen Livestream, der hoffentlich geklappt hat. Das wisst ihr nur draußen. Und Wetterfrosch als Kameramann Nummer 2. Ja. Die Vorträge gibt es später und jetzt müssen wir hier so 2 große Kisten Flyer unter euch verteilen, weil die wollen wir nicht wieder mitnehmen. Wir haben noch genug im Büro. Also, wir haben auch so tolle Jutebeutel. Wir haben leider nur 4 von